Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Cameo Elements of Power weiter und wir haben unseren nächsten Elementarkrieger beim letzten Mal erhalten. General Schaden. So, und ob der Name auch Programm ist, das erfahren wir jetzt in dem Folgenden. Jo. Mit dem Kriegerrad kannst du Krieger schnell zuweisen. Halte zuerst Blub gedrückt, bewege dann Jub zum Auswählen in die entsprechende Richtung und lass den Schalter los, während du Blub in der Richtung hältst. Ach so. Gedrückt halten. Ah, das ist ja cool. So kann ich das wirklich on the fly machen, ohne die ganze Zeit... Ja, ohne die ganze Zeit ins Menü wechseln zu müssen. Das ist eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme, die ich mir nur hoffentlich merken muss und hoffentlich merken kann. So, was ist mit den Dingern? Kann ich die direkt schubsen oder... Ah, man kann die direkt schubsen. Das geht sogar sehr gut und sehr einfach. Interessant. Dann gehe ich jetzt mal davon aus... Moment, kriege ich die... Nee, kriege ich nämlich nicht so platt. Nicht so einfach zumindest. Stattdessen... Ups. Ja. Okay, ich muss die Bomben zumindest kurz aus ihrer Halterung lösen. Aber sobald ich sie gelöst habe, kann ich sie relativ einfach so platzieren, wie ich es haben möchte. Und dann kann ich hier zum Beispiel einmal Feuersturm machen. Warten, bis das Ding explodiert. Und dann komme ich hoffentlich an den Inhalt der Truhe heran. Na, wie sieht's aus? Jeha! Okay. Gut zu wissen. Vor allem wissen wir jetzt in dem Moment, dass ich bisher nichts falsch gemacht habe. Also was das Öffnen der Steinkisten anging. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass ich einfach irgendetwas Elementares vergessen oder übersehen habe oder so. Und ich die schon längst hätte öffnen können. Aber offensichtlich geht's ja jetzt erst ab diesem Zeitpunkt. Wow, okay. So. Dup-di-dup-di-dup. Warten wir eine halbe Stunde. Das ist furchtbar toll. Oh, da hinten liegt eine Frucht. Münzen! Durch was habe ich die Frucht denn? Ach so, hier war so ein Käfig, ne? Nehme ich mal stark an. Ich glaube, hier war ein Käfig. Der die Frucht beinhaltet hat. So, okay. Und dann machen wir noch einmal... Na? Einmal kurz. Flup! Ja, kurz flup. Boing. Geht das jetzt mit dem Drachen nicht auch irgendwie einfacher? Das Schubsen, meine ich. Eigentlich müsste es einfacher gehen. So. Wow, ich bin ein Drache. Wow. Kann ich nicht auch vielleicht mit dem anderen Angriff die Dinger sofort zum Explodieren bringen? Ne, ging genau durch. Schade aber auch. Wäre dann vielleicht nochmal ein bisschen cooler. Hauptsache, Hauptsache. Kamera, Kamera. Okay. Der Drache hing fest. Er war ein bisschen zu dick für diesen Durchgang. So, ansonsten ist hier nichts. Ich glaube, damit haben wir die Höhle hier weitestgehend gut erforscht. Hallo, Kollege. Die Hummer werden uns hören. Ja, das werden sie in der Tat. Ich merke gerade, dass ich den Sound für mich ein bisschen zu leise gemacht habe, aber okay. Dafür hat es mir beim letzten Mal fast das Trommelfell weggejagt. Ist ein bisschen, eine diffizilere Angelegenheit hier mal wieder, den Sound richtig einzustellen. Ich sag's nur mal so, ist auch bei der Videobearbeitung wieder ein bisschen schwieriger. Ja. Aha. Schau mal, na guck, da haben wir den nächsten. Den nächsten kleinen Schattentroll. Ja, da kommen wir doch aber gleich mal als nächstes hin, würde ich mal sagen. Ne? Das ist doch irgendwie eine gute Idee. Hier könnte es zum Beispiel auch direkt weitergehen. Guck mal. Alle hopp. So. Dafür haben wir Generalschaden. Und das Ganze war jetzt wofür gut? Nummer 1. Zu den Seesternen, du zuerst musst gehen, denn dort nicht nur kostbar Perlen sind zu sehen. Aha. Ist das hier eine Schnitzeljagd? So, hier sind die Seesterne. Aber die Perlen sehe ich ja sowieso nicht, weil die Perlen noch nicht da sind. Ich hätte jetzt darauf spekuliert, dass hier jetzt vielleicht ein neues Hinweistor oder so zu sehen ist. Oder ein Hinweisschild zu sehen ist.
Aber das scheint jetzt nicht unbedingt der Fall zu sein. Bringt es was, wenn ich euch allesamt so kaputt haue? Indem ich die Bomben richtig einsetze? Man weiß es nicht genau. Vielleicht ist auch zu viel Eifer und zu viel Aufwand. Achso, Moment. Die Kisten da drin werden aber natürlich sehr interessant. Ja, okay. Klappt schon mal sehr gut. Die Kisten werden sehr interessant. Weil unnachahmliche Reichtümer eventuell dort drin warten. Ich meine, okay, der Typ hat gesagt, ich soll seine Kisten nicht öffnen. Aber seit wann höre ich denn auf sowas? Also ich bitte euch. So, komm her. Ich schubse meine Bombe durch die Gegend. Na gut, okay. Offensichtlich schaffe ich es nicht gleich, alle drei kaputt zu hauen, aber ist ja nicht schlimm. Der Typ da hinten schläft übrigens, der kriegt das gar nicht mit. Wenn ich seine Lieblingskisten kaputt haue. Da-da! Ah, cool. Oh, ne, doch, sind alle kaputt gegangen. Boah, haust du jetzt einfach ab? Hallo, bist du sauer auf mich? Juhu, Kollege. Keine Zeit zum Quatschen, mein Freund. Ich suche nach Schätzen. Es ist echt schade, dass der Eingang zur alten Höhle zu ist. Ich habe gehört, da gibt es einiges zu holen. Okay, der hat den Verlust ja relativ schnell verkraften können. Finde ich gut. Er hat direkt wieder eine neue Aufgabe. Er sucht jetzt einfach neue Schätze, die er dann wieder irgendwo verbuddeln kann. Nicht schlecht. Was für ein ekelhafter Geruch. Ja, aber das bin nicht ich, oder? Wie kannst du es wagen? Einfach ohne Erlaubnis in fremde Häuser gehen und tun, was man will. Das kann ich nicht gutheißen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich fühle mich ja schon schuldig. Immer wieder dasselbe. Kann eigentlich General schaden? Nein, kann er nicht. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass dort unten tatsächlich ein Truhe ist. Oh, die ich wirklich kaputt machen kann. Und ich das Geld auch wirklich bekomme. Erstaunlicherweise. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob ich da irgendwie hinkomme. Moment. Ist hier vielleicht irgendwo eine Position? Achso, ja, doch, zum einen. Hier ist ja in jedem Fall etwas, was ich aufsprengen kann. Dort oben nämlich, wenn mich nicht alles täuscht, da war doch noch eine Felswand, die ich doch sicherlich irgendwie aufbekomme, wenn ich die Bombe hier richtig einsetze, oder? Ups, na komm. Bup. Ja, genau so, perfekt platziert. Boah. Tja, Kollege, geh vielleicht ein bisschen in Sicherheit. Man weiß ja nicht, wie die Felssplitter gerade fallen. Tada. Hey. Was habe ich hier geöffnet? Keine Ahnung. Keiner sagt es mir. Keiner nimmt Notiz. Ich gehe einfach rein. Gucke, was passiert. Schatzhöhle. Schatzhöhle klingt schon mal nicht so verkehrt. Wow. Diese kleinen Krabbenviecher, das sind die Insekten der Wasserwelt, oder? Also im Waldabschnitt, da hatten wir ja immer diese kleinen Krabbelkäfer, die aus diesen Nestern rausgekommen sind. Ich glaube, mit den Krebsen hier ist es ähnlich. So. Das war schon mal nicht schlecht. Was bist du? Kann sein, dass du bis hier in meine Höhle bist, aber die Schätze vom Captain Fensom, gerissenster Pirat aller Zeiten, sind so gut versteckt, du wirst sie nicht finden. Ihr wollt meinen Schatz? Sucht ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Ja, dieser Schatz ist das One Piece und er liegt irgendwo im Elfenreich. Damit brach das große Elfen-Piratenzeitalter an. Halt, Moment, hier kann man wohl durch. Haha. Hab die Schatzhöhle gefunden. Damit hatte gute Captain Fansen nicht gerechnet. Oh. Ich aber auch nicht damit, dass hier einer ist. Was zum Geier? Der hat eine Frucht. Ich würde furchtbar gerne diese Frucht haben wollen. Hopsala. Aber ich fürchte,
Oder? Ja. Ich fürchte, ich komme an diese Frucht nicht ran. Ja. Weil ich noch keine Möglichkeit gefunden habe, wie ich diese Feinde besiegen kann. Vielleicht mit meinem nächsten Freund? Dem Wasserfreund? Vielleicht. Vielleicht sollte ich dementsprechend auch noch gar nicht hier sein. Das ist doof. Ich bin schon wieder... Ja, immer diese Neigung, in Abschnitte reingehen zu wollen, die noch gar nicht relevant sind. Ist furchtbar, ist das. Ich sollte mir sowas abgewöhnen. Vor allem, wenn ich sehe... Moment. Hey, wenn du hier reingekommen bist, kannst du mir ja vielleicht helfen. Mein Freund Mizu ist in dieser Höhle gefangen und ich komme nicht zu ihm. Könntest du ihn für mich befreien? Weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, wo Mizu ist. Ich interessiere mich erstmal für die Schatzkisten. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Einfach ein paar Spesen. Dup, dup, dup. Was ist das hier? Ist das ein Helm? Das sieht so aus. So. Komische Viecher. Generalschaden. Wutsch einmal ein bisschen durch die Gegend. Ups. Ja. Mehr Kohle für den Hering. Wie viel Geld habe ich jetzt mittlerweile eingesammelt? 331 für was genau? Ich bin massiv verwirrt. Wann habe ich denn so viel Kohle eingesammelt? Da muss ja unfassbar viel drin gewesen sein. Kann ich ja wieder so... Die Wand sieht nicht so aus, als wäre sie dafür geeignet, aber ich glaube, es funktioniert. Ja, oh. Schon wieder Scheißviecher. Düp, 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 düp. Ich brauche gegen euch ein Geheimrezept. Es wäre ganz cool. Es wäre ganz cool. Wow. Wuhu. Düp, düp, düp. Einfach alle kaputt hauen. Okay. Moment. Ich würde sagen, das ist eine Aufgabe für Trümmerschleuder. Ja. Genau das. Du Idiot. Ich habe mich hier vor dieser Verrückten versteckt. Und jetzt hast du alles ruiniert. Sie lässt mich einfach nicht in Ruhe. Entschuldigung. Konnte ich doch nicht ahnen. Du machst mich so glücklich. Das Mindeste, was ich für dich tun kann, ist dir diese Frucht hier zu geben, die ich gefunden habe. Los, nimm schon. Alles klar. Dankeschön. Ich fühle mich ein bisschen schuldig. Aber wirklich nur ein bisschen. Warum sieht das hier so komisch aus? Ach so, weil man hier gar nicht durch kann. Das ist einfach nur eine wobbelnde, wabernde, was auch immer Barriere. Ich mag es, wenn Dinge wobbeln. Wobbel, wobbel, wobbel. So. Wir wobbeln auch und wir wobbeln munterflockig zurück. In der Hoffnung, dass es auch geht. Wenn die Viecher mich in Ruhe lassen. Scheiße. Ach so. Moment. Die Richtung sieht doch sympathisch aus. Aha. Nee. Meine Belohnung hätte ich schon noch gerne. So. Nimm die große Frucht. Steck sie ein. In die Tasche. Wir haben 12. Eventuell sollte ich doch gleich mal meine Kollegen noch mal ein bisschen aufwerten. Einfach so aus Prinzip. Ups. Das wäre auch generell die Wand gewesen, die man die ganze Zeit hätte nehmen sollen. So, warum gehe ich jetzt noch mal hier lang? Ganz einfach, weil es hier ja noch weitergeht. Und ich gern gucken möchte, was hier ist. Neben zahlreichen Feinden, die man nicht besiegen kann, offensichtlich, die man noch nicht besiegen soll. Der aber hat auch schon wieder so eine Frucht in sich drin. Verdammt. Und es bringt übrigens nichts, dass ich jetzt mehr auch weiter Münzen einsammle. Auch cool. Okay, theoretisch müsste ich sowieso... Aha. Theoretisch müsste ich sowieso nochmal in die Höhle hier rein. Noch eine Frucht. Sobald ich die Möglichkeit gefunden habe, die komischen durchlässigen Trolle zu besiegen, dann müsste ich nochmal hier rein, um dann die 2 Zusatzfrüchte zu holen. Alles klar. Können wir uns ja vielleicht merken. Vielleicht machen wir das tatsächlich auch noch. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Je nachdem. Es wäre erstmal ganz nett, wenn ich einfach wegkäme. Leute. Macht mich nicht fertig. Bitte. Ich will doch nur die Mücke machen.
Oh Gott. Nur die Mücke machen. Dankeschön. Und schnell weiter und auf und davon. Wenn das so eine richtig coole Höhle wäre, dann wäre das so eine Höhle, ja, wo der Rückweg nicht gleichbedeutend mit dem Eingang wäre. Aber nun gut. Geht ja doch relativ fix. Generalschaden, ich bin stolz auf dich. Danke für diese wunderbare Schatzhöhle. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Beehren Sie uns bald wieder. So, ich hoffe, ihr beerbt mich auch bald ganz doll wieder, weil es jetzt hier sicherlich irgendwann mit Cameo Elements of Power weitergeht. Vielleicht auch schon morgen, wer weiß das schon so genau. Ich sag für den Moment aber erstmal wieder tschüss mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.